Hi, ich bin diesmal in Winterberg unterwegs und stehe hier gerade am Astenturm am Kahlen Asten. Und wir haben heute eine richtig gute Fernsicht. Wenn das Wetter nämlich klar ist, dann kann man bis in die Rhön blicken, man kann den Feldberg im Taunus sehen und man kann sogar den Brocken im Harz erkennen. Vielleicht war ja schon der eine oder andere von euch in Winterberg. Wenn ja, was habt ihr unternommen? Habt ihr vielleicht Ausflugstipps in der Region? Dann schreibt uns das gerne mal unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten nehmen wir euch heute mit auf eine Etappe der Winterberger Hochtour. Viel Spaß! Wenn man gerne Bären isst, dann kann man hier vor allem im August gut herkommen. Vielleicht sogar noch ein bisschen früher als wir. Da kann man hier so überall Heidelbeeren und Preiselbeeren ernten. Die sind deutlich kleiner als die, die man aus dem Supermarkt kennt. Aber sie schmecken trotzdem richtig gut. Und färben die Hände schön lila. Hier übernachten wir. Ich nehme euch mal mit rein. Willkommen. Ich wohne in Lissas Stube. Müsste eigentlich Marlenes Stube heißen. Sieht sehr gemütlich aus hier, vor allem mit dem Holz da. Ich habe extra noch mein Bett für euch gemacht. Aber wir können uns ja hier nicht so lange aufhalten. Wir wollen ja noch auf eine coole Tour starten. Wir sind jetzt mit dem Bus bis nach Elkeringhausen gedüst und von hier starten wir jetzt auf eine Etappe der Winterberger Hochtour. Das ist eine Fernwanderung, die über 80 Kilometer einmal rund um Winterberg herumführt. Und für uns geht es jetzt über eine Strecke von rund 14 Kilometer hier über zwei Gipfelchen bis nach Zischen. Und hinter der Kamera ist auch Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Im Winter warst du ja schon mal in Winterberg. Ja. Und im Sommer, wie sieht es da aus? Also bisher noch zum Skifahren, im Sommer noch nicht. Bin aber schon sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Für mich ist das nämlich absolute Premiere heute. Ich glaube, wir haben heute echt gutes Wanderwetter erwischt. Sonnig, mild und trotzdem nicht zu stechend heiß. Also so, dass man wirklich ganz gut hier hochlaufen kann. Und hinter mir sehen wir jetzt auch schon Gipfel Nummer 1, die alte Krimme. Es geht mittlerweile ganz schön steil nach oben. Ich glaube, wir machen so alle Höhenmeter auf einmal. Da sind wir schon. Gipfelkreuz in Sichtweite. Ausblick von 755 Metern. Ja, schön. Sieht jetzt schon aus, als wären wir am höchsten Punkt, oder? Alles ist flacher. Das Gipfelkreuz hier könnt ihr euch auch mal bei Nacht anschauen. Ihr seht das, da sind so Lichter dran befestigt und das leuchtet dann bei Einbruch der Dunkelheit. Und ansonsten haben wir von hier ja auch einen richtig guten Blick. Zum Beispiel nach da hinten auf den Ettelsberg, da ist so eine Antenne zu erkennen. Da geht es schon Richtung Hessen. Dann können wir hier über den Clemensberg drüber blicken und weit über das Rothaargebirge den Blick schweifen lassen. Da hinten, da ist auch noch mal so ein Turm zu erkennen. Das ist die Hunau. Und da diese Häuser, die ihr da liegen seht, das ist Winterberg. Weiter geht's zu einem alten Stollen. Es geht hier ganz schön steil nach unten, muss man aufpassen, dass man nicht ausrutscht. Hier wird es jetzt noch mal ein bisschen steiler und da kann man sich jetzt aber zum Glück auch an der Kette hier festhalten. Ja, geht schon. Wir haben die Schlüsselstelle gemeistert. Sehr gut. Nächster Stopp, Zeche Elend. Da lang. Hier ist das alte Bergwerk. Vielleicht kommen wir rein. Brauchst du dich? Ja, lass mal gucken.
Schon krass, oder? So Bergbauarbeiter hätte ich auch nicht sein wollen. Hier im Raum Winterberg wurde vielerorts nach Erz geschürft. Und man kann sich, glaube ich, schon vorstellen, wie krass das war, diesen Tunnel hier per Hand in den Stein reinzugraben. Allerdings heißt der Ort nicht umsonst Zeche Elend. Man hat hier nämlich nicht ausreichend Erz gefunden. Und der Job war auch nicht der bestbezahlte. Hier kann man die Kopie eines Lohnzettels angucken. Und der Lohn für 13,5 Schichten betrug am Ende 1 Pfennig. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Willkommen beim Orketal. Ist sehr idyllisch hier, oder? Und auch schön erfrischend. Hier spazieren wir jetzt gerade ganz gemütlich und entspannt durchs Orketal hindurch. Immer am Fluss entlang, der da auf meiner linken Seite fließt. Und hier können wir jetzt noch mal ein bisschen so, ja, die Kraftreserven wieder auffüllen, bevor es gleich wieder steiler bergauf geht. Das sind jetzt die letzten Höhenmeter, die wir noch hochlaufen müssen. Ganz ungewohnt. Wir sind die ganze Zeit durch den Wald gelaufen und jetzt ist es hier wie in so einer anderen Welt. Also wir haben hier so ein freies Hochplateau. Da hinten grasen Kühe. Ganz anderes Bild hier. Hier sind wir am Franzosenkreuz. Da oben am Gipfel, direkt am Kreuz, war es leider ein bisschen bewaldet. Deswegen sind wir einfach noch ein paar Meter weiter runtergelaufen. Und ich glaube, es hat sich gelohnt, denn hier haben wir wirklich eine richtig coole Aussicht. Zum einen bis zum Kahlen Asten, wo wir ja heute Vormittag schon unterwegs waren. Und zum anderen können wir nach da hinten bis in die Rhön reingucken. Das finde ich auch ziemlich cool. Und da unten, da liegt jetzt Zischen. Sieht gar nicht mehr so weit aus. Da geht es jetzt noch runter. When we wake, hear the birds and see the sun. Schönes Örtchen, oder? Vor allem, weil das alles so einheitlich aussieht. Alles so in schwarz-weiß, grau gehalten, dann so schöne Fachwerkhäuschen. Sehr nett. Wir fahren jetzt mit dem Bus wieder zurück nach Winterberg und dann wollen wir euch noch einen Hüttentipp zeigen. Da kehren wir dann noch in die Hohe Leierhütte ein. Cheers. Zum Wohl. Wir haben hier jetzt noch Hüttenwirt Volker getroffen. Hallo Volker. Hallo. Ich habe ja schon einen Blick in die Karte geworfen, aber was würdest du uns denn jetzt hier empfehlen? Also im Prinzip ist alles lecker davon, aber sehr zu empfehlen ist die Currywurst Spezial. Mit schön mit Sauce Hollandaise und Röstzwiebeln oben drauf. Das ist eigentlich der Renner hier. Und was sagst du, Felix? Nehmen wir? Nehmen wir. Gut. Gekauft. So, dann lasst es euch schmecken. Dankeschön. Bitteschön. Sieht auf jeden Fall lecker aus. Na dann, guten Appetit. Mahlzeit. Wie schön das gerade einfach aussieht, wie die Sonne da so langsam untergeht und der Himmel wird dann in so ein schönes Orange getaucht. Habt ihr denn noch weitere Wandertipps in Winterberg und in der Umgebung? Dann schreibt uns eure Empfehlungen und Tipps doch gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten, wenn ihr euch für die Tour interessiert, die wir heute gewandert sind, dann findet ihr GPS-Tracks und weitere Infos zur Tour unten in der Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Jetzt freue ich mich über jeden Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Denkt an das Abo. Und wenn ihr noch nicht genug kriegen konntet, dann schaut gerne hier weiter. Da haben wir die schönsten Wanderungen der Bayerischen Alpen zusammengefasst. Und hier kommt ihr zu unserem letzten Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.